Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Länderduell. Und zwar die heißblütigen Italiener fordern die eleganten Engländer heraus. Ja? Und schauen wir mal, welche Autos denn oder welche Nation vielmehr heute denn punkten kann. Bevor wir aber gleich starten, will ich erstmal höflich sein und alle erstmal hier einen guten Tag wünschen. Mit dabei heute der Arkois, der Forsakat, der Zombie, der Googie, der Kai, der Michael, der Steven, der Jolo-Team, der Jason, der Bro-Game und der Viber, also wieder volles Haus. Grüßt euch alle. Moin. Moin. Hallo. Servus. Hallo. So, wer Lukas vermisst, der musste ganz, ganz, ganz kurzfristig weg wegen eines, wie soll man sagen? Dringenden Notfalls. Dringenden Notfalls, Punkt. Ja, Zwischenfall, ja. Deswegen muss er kurzfristig absagen und da Dankeschön an Tim, der dann für ihn einspringt und dann entsprechendes Video auch bei Lukas hochladen. Ja, nee, doch nicht. So. bevor wir starten, möchte ich aber nochmal ganz kurz was loswerden. Und zwar beim letzten Duell gab es hin und wieder ein paar Kommentare, so von wegen bezüglich der Marke Ford und den Focus und den Fiestas, dass die ja gar nicht Amerikaner seien, ja, dass die ja in Deutschland produziert werden und in Europa vertrieben werden und. Da einfach nochmal der Hinweis, ja, uns geht es nicht darum, wo die Autos gebaut werden, wo die Teile herkommen oder wo der Hauptabsatzmarkt dieses Modells ist, sondern uns geht es darum, woher kommt die Marke, beziehungsweise ist es ein Duell zwischen den Marken der Nationen, ja, das heißt, wenn jetzt Ferrari ist halt normal eine italienische Marke, Punkt. Ford ist halt in dem Fall eine amerikanische Marke oder hat ihren Ursprung da, ja. Das ist scheißegal. Wenn wir da so pingelig wären, dann dürfte zum Beispiel für Deutschland wahrscheinlich nur der Porsche Cayman antreten, weil das so mehr oder weniger das einzigste Automobil ist, was zu 100% in Deutschland produziert, zusammengebaut und vertrieben wird. Ja? Ne, vertrieben wird es auch in anderen Ländern, aber ja, nur so viel dazu, ja, deswegen, um das geht's gar nicht, deswegen seid ihr nicht so pingelig, sondern seht einfach mal noch ein bisschen die Marken da im Vordergrund, wo die herkommen und eben, dass die Marken ihre Fahrzeuge ins Duell schicken. Genauso auch, dass die Duelle nicht immer zu eurer vollsten Zufriedenheit sind, das haben wir auch schon öfters mal ausdiskutieren müssen. Wir achten da immer ein bisschen drauf, dass sowohl der Typus des Fahrzeugs zusammenpasst, dass dann entweder eine gewisse Geschichte zusammengehört, dass die Jahrgänge passen, dass der LI passt. Da achten wir auch immer ganz besonders drauf. Und jetzt heute eben bei diesem Duell England-Italien, denke ich, ist uns ein sehr, sehr, sehr gute Duelle gelungen. Und ja, diese Duelle gehen wir mal kurz rein. Beziehungsweise, komm, ich zeige sie euch einfach, das ist, glaube ich, geschickter. Und zwar ganz außen haben wir den Alfa Romeo 4C, der tritt an gegen den Lotus Exige S, also so zwei kleine Flitzer. Dann haben wir so ein klassisches Duell, der Ferrari F50 trifft auf den Jaguar XJ220. Dann haben wir das Duell der, ja, sagen wir mal, Power-Exoten, der Pagani Zonda Cinque trifft auf den Noble M600. Dann haben wir das Modell, das Duell der moderneren Sportwagen, und zwar hier der Huracan trifft auf den 650S. Und dann haben wir noch das Duell der damaligen GT1 Monster, nämlich der McLaren F1 GT trifft auf den Maserati MC12, und dann haben wir noch natürlich das super klassische, mega geile Rennwagen-Duell, und zwar hier der Ferrari 250 Testarossa trifft auf den Aston Martin DBR1, und damit dürft ihr auch feststellen, dass Steven und ich so den dicksten Geldbeutel haben, weil die beiden kriegt man nicht unter 4 Millionen im Spiel. So, ja, noch so jemand was loszuwerden? Nee? Ja, du könntest dir mal einen Reifen aufziehen, du hast für mir keine Reifen mehr. Ja, also die Reifenspuren tatsächlich kommen alle von mir und ein paar noch von Steven. Kannst ja mal dein Wasser aus dem Auto schaffen. Also ja, das sind die alten Rennwagen, haben ein bisschen Bums. So, jetzt fahre ich da mal hin und dann würde ich sagen, beginnen wir wie immer mit dem Track Race. Und ich freue mich auf jeden Fall schon mal, im Vorfeld kann man schon mal sagen, freue ich mich sehr auf den Preisvergleich zwischendrin oder gegen Ende, weil da weiß ich, dass ich und Steven richtig abräumen werden. Auf jeden Fall. Eine Sache, die mich ja interessiert, ist, wie die Duelle in Horizon 3 ablaufen würden. Würden. Man weiß ja nicht, ob da was kommt. Ja. Ein bisschen über den Strand, ein bisschen durch den Wald. Wir haben anscheinend schon unser Ersatzrennen schon im Vorfeld schon gefunden für unser Scramble-Rennen, was wir immer machen. Aber dazu dann später mehr, wenn dann soweit ist. Und so. Man will ja nicht spoilern. Das Rennen geht noch nicht mal los. Der Einzige mit Mensch, Gucki hat sich wieder eingeschaltet. Gucki rein fahrerisch unterlegen. So. Ja,
durchschneiden. Gott, ist der erste Gang kurz übersetzt. Oh Gott, sind die Gänge übersetzt. Alter. Nimm mal Power. Man merkt, die Schaltzeit sind echt lang, ne, Steven? Ja. Kai, wo bist du? Aber hey, immerhin, man hat ein wenig Ruhe beim Fahren. Ja. Nein. Ich hab wieder das unterlegene Auto machen. Boah, jetzt kommt. Boah, jetzt kommt er. Nein, gib Gas! Ah! Marvin, wo hast du denn das Fahrrad gelassen? Oh, 14. Am Ende hatten wir ungefähr die gleiche Topspeed, aber du hast zwischenzeitlich ja schon mal angezogen, ey. Ja, ich hab nochmal den letzten Gang eingelegt dann. 14, Gugi, 14, ey. Man muss ja auch dazu sagen, die größte Kunst bei dieser Zusammenstellung des Duells war nicht die Duelle an sich, ja, sondern Leute finden, die sich tatsächlich diese zwei Autos kaufen können, eben den 250 Testarossa oder den DBR1. Das war wirklich die größte Herausforderung. Ja. Schlussendlich ist es natürlich bei mir wieder hängen geblieben und bei Steven, ja, in dem Fall. Steven, immer der Lebensretter bei diesen Duellen, schon mal aufgefallen? Ja. Also wieder mal fleißig in die Kommentare schreibe, danke Steven. Ja. Also wenn es jetzt noch mal teuer wird, falle ich aber auch raus. Ich nicht. Ich hab alle schon in der Garage und ich hätte das Geld nochmal für alle. Noch teurer geht fast nicht. Ja, vor allem, wir müssen nochmal so ein Duell machen mit Shelby oder so. Ja, das ist genauso teuer. YouTube-Money-Regeln, ne? Wow. Ja, alles klar. Forza-Money-Regeln. Ich lande wieder auf allen Vieren und drehe mich weg. Oh, so schnell kann man mehrere Millionen einfach in den Sand setzen. Alles klar. Oh, Cookie. Wow. Ich denke nur, der dürfte da so kaum bleiben. Session Cookie, schön abräumen. Oh, Haus. Kann man schöne Drift ziehen mit den alten Kisten. Ey. Pünktlich zum Bremstest fängt es wieder an zu regnen. Natürlich, warum noch nicht? Ja, stimmt, aber Steven, ich könnte nicht mitmachen, sonst wird es ledernass. Demonstration. Wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir jetzt alle ABS ausstellen, wenn wir welches anhaben, ne? Müssen nicht, aber. Ja, das könnte auch mit ABS bremsen. Passt. Hat's den richtigen getroffen, ja. So, wie wollen wir es machen? Wie machen wir es denn? Sind alle relativ schnell heute. Wir sind recht langsam unterwegs, Ray. Zumindest unten raus. Ja, ohne, bis wir da oben sind. Ja, dann würde ich mal sagen, dann machen wir es so, dass die S1, S2-Kandidaten mal einfach also da vorne dran sich aufstellen und schön verteilen. Und die fahren dann halt einfach mal 400. Ja? Nee, Spaß. Machen wir 250, 0. Ja. Darfen doch alle 300, oder? Außer vielleicht der Ferrari eventuell. Aber warte mal, lass mal noch den Maserati und den, nicht den Maserati, den F50 und den Jaguar auch mal noch zu den langsameren stellen. Und dann machen wir die anderen, der Alpha, der Lotus, wir beide, also Steven und meiner einer und eben die anderen beiden machen dann mal, wir schaffen 200, schaffen wir auch alle, oder? Ja, ich denke schon. Also, dann macht ihr dann meint ihr, schafft alle 300 bis zum Blitzer davon? Ich glaube nicht. Nein. Ich ja. Ich weiß es nicht. Nein. Ich glaube nicht. Dann machen wir mal. 275. Schaut doch einfach schnell in die Statistik von eurem Fahrzeug bei Autotune. Ja, das bringt nichts, wenn er das macht. Also, die schnellsten dürfen hier so ziemlich Pagani und Nobel sein, oder? Schätze ich mal. F1 GT. Ja, der F1 ist auch noch relativ schnell, das stimmt. Ja, aber dann stellt sich mal der F50 und der Jaguar auf jeden Fall hinter den beiden auf, dass die vom Bremsweg da nicht so. Weil, jetzt passt mal auf, wir machen das jetzt mal anders ein bisschen. Und zwar, ihr gebt alles, wirklich alles. Wow. Und dann bremst ihr ab. Hä? Wow. Und die hinteren? Ja, aber das ist scheiße, ne? Das ist kein richtiger Bremstest. Also, ich hab 30 oder 40 km Überschuss gegenüber Kai. Nee, eben genau, das passt nicht. Nee, dann machen wir's. Dann macht 280. Schafft ihr 280? Ja. Kai? Oder? Dann macht ihr 280 und wer halt dann 280 nicht knapp nicht schafft, dann schafft das halt nicht. Scheiß drauf. Ihr macht 280 und wir hier hinten machen 200. Okay. Und ihr seid da ein bisschen rechts viel zu eng beisammen. Das ist nämlich genau das, was jetzt eigentlich sein sollte. Ja gut, dann können wir ja schon mal. Bla, auf den Mittelstrich. Scheiß drauf. So, und 280 reicht. Ach du Scheiße. Ja doch, easy. 200. Ja, ich glaube, er hätte noch 300 geschafft. Ja. 200 glatt im Locker. Dritten. 200 glatt im dritten. Ebenso, Ray. Ich bin bei 6. Wie schnell warst du?
so an. Ich muss sagen, wir haben voll die guten Bremsen. Hm. Auf jeden Fall. Die GT-Autos da vorne, die... Okay. Alter, Ray! Nein! Ray. Nein! Da kommt Ray nach. Die alten Dinger halt, ne? Das kann doch nicht sein! Sag mal. Ich bin aber... Das ist schwierig, ne? Ich glaube, wir sind genau gleich. Mama, wer hat denn gewonnen da hinten bei euch? Der Ferrari, der 50, oder? Nee, der Jaguar. Okay, Gugi, dann wissen wir, der hat schon mal gewonnen. Guck mal bei uns beiden gerade. Ich glaube, wir stehen echt genau gleich fast. Aber guck's mal von beiden Seiten an, das ist nämlich nicht so ohne. Von mir aus würde also ich bald sagen, also von mir aus bin ich's, aber ich glaube, von dir wird's wahrscheinlich Steven sein. Ja, könnte... Ich glaube, das ist wirklich Steven. Von Steven Seite aus ist es Ray. Ja, guck mal von der anderen Seite. Ich meine auch, ich bin's. Also wenn ich vom Cockpit gucke, gucke ich genau Ray ins Gesicht. Nee, wenn Daniel, ich mir hier stehe, sehe ich du sitzt schon mal weiter hinten, weißt du? Ray war's. Ray Daniel, ist... So, okay, dann wissen wir schon mal. Gut, dann hat... Dann machen wir weiter. Dann hat er F50, ne? Nee. Ja. Das ist schon wieder so knapp. Das ist, der Winkel ist so krass. Also ein F50, dann der 4C, dann der Alpha, dann meiner einer, also der L250, dann der DB1, dann der MC12, dann der Pagani, dann der Nobel, ganz eng hier, dann der F1, da sind noch ein paar Ausreißer, dann der 650 und dann der Huracan. Die Duelle sind alle voll nah beieinander geblieben, ne? Also ja. Scheiß. Also ich glaube, diesmal haben wir echt gute Duelle ausgesucht. Wow, Alter. Das passt, würde ich mal sagen. Oh. Aber ich muss sagen, dicken Respekt an die an F1 und so, dass die gute Bremsen haben. Ja. So, ja. Highspeed-Duell. Ja, ich will nicht spielen. Yo, Andi. Jo. Dankeschön. Wow, Alter. Hm. Nein, das muss doch mal sein. Komm rückwärts gar nicht. Let's go. Ab durch die Hecke. Oh, wow. Das? Ja, oh, bist du ein Nagetier geworden, oder wie? Ali, du fährst kein deutsches Auto, nutz Info. Alter! Sorry. Wow. Da schmeißt sich ein McLaren vor mich, da fährt mir ein Ferrari hinten rein. Nicht irgendein Ferrari. Scheiße Baum. Wir haben auch wieder ein bisschen drauf Wert gelegt, dass so viele Marken dieser Nation mit vertreten sind. Baum. Auf das Duell Punto und Corsair haben wir aber verzichtet. Oh. Ja, weil... Ich war dagegen. Das wäre ein Stoppspunkt. Das geht nicht gut, Ich glaube, die hätten den F1 geschlagen. Gugi, das war ein schöner Baum. Ach, komm in die Pötte. Ich mag Bäume. Ich mag auch. Ich könnte ja schon mal fahren hier, oder? Viel Spaß, ich weiß nicht, ich könnte schon mal Gas. Hi. Alles klar, Daniel. Oh, sorry. Fast schon. Geht's hier gleich los mit dem Highspeed-Duell, oder wie? Wow, Alter! Ja, komm gleich da. Scheiß einfach, verpiss dich doch mal. Echt, ich glaube, ich komm dich heute noch mal bei mir. Ich bin ja noch im 6. Wow, steht zwei Begrenzer, super. Ich hab noch einen hier. Einfach nein, der ganze Anstieg. Komm, starten wir nochmal, wenn ich so aufhöre. Der ist auf und da rein. Also, ich glaube, ich weiß, welches Auto den Top-Speed gewonnen hat. Das war vor der Aufnahme schon klar. Das heißt, dass der F1 ist eigentlich safe. Ja, natürlich der 4C. Der hat genauso den Schwung verloren. Ja, komm, Jolo, Gas, bist du schneller wie wir. Okay, mein Mann, so viel schneller ist er gar nicht. Doch, ja. Alter, wieso muss jetzt so viel Verkehr sein hier? Das frage ich mich auch. Zum Glück sind die alten Dinger nicht so groß. Toll, mitgenommenes Auto. Ja, du hast, ich glaube, wir schaffen es jetzt im Topspeed technisch. Ich glaube eher, dass wir sogar einen Drehzahlbegrenzer kommen. Auch wenn das Ding super lange übersetzt ist. Wow. Ich glaube, 300 hätte man auf jeden Fall geschafft mit dem Ferrari. Oh Gott, Jason, du rankommst, ey. Und wie steht denn hier jetzt? Ein Windschatten gibt's nicht, falls jetzt irgendjemand meint, warum ist hier hinterherfahren. Das gibt's nicht, das ist immer Freund. Ja, ich hänge im Drehzahlbegrenzer. Hat noch ein bisschen gehen. Ich hab noch einen fünften Gang. Was ist los?
Brauche ich aber gar nicht. Hallo, Kui. Alpha, kannst du bitte auch in die Front meines Lamos anzukokeln? Ich habe gar keinen Führer, ich habe noch 4. Ja, scheiße. Da bin ich gespannt, dieses Team und mir. Ich glaube, es ist so eng. Wir sind so aufeinander abgestimmt. Ey. Wir haben zwei neue Italiener im Team. Au. So, die Bremsen des Todes. So, wir haben alle drei Ampelfarben. Au! Rot. Einschlag. Rot, gelb, grün. Ja, Jason. So. Dann, ja, machen wir es wieder mal wie das letzte Mal. Das fanden mehrere Leute ganz cool. Fuck, ich habe einen falschen Tab offen auf dem PC. ja, wir beginnen mit, beginnen wir mal vielleicht einfach mal mit den, keine Ahnung, wir machen es querbeet. Einfach Duell Andy gegen Michael, beziehungsweise Huracan gegen 650S Coupé. Genau, Andy, was hast du drauf gekriegt? 341. Und der 650S? 334. Dann das Duell Tim gegen Gugi, beziehungsweise Ferrari F50 gegen Jaguar XJ220. Tim, also mit dem F50? 327. Und der Jaguar? 340. Das ist ein Scheiße, ja. Süß. Dann das nächste Duell, machen wir unser Duell mal. Und zwar der 250 Tessarossa von mir gefahren gegen den Aston Martin DB1 gefahren von Steven. Ich habe 280 draufgeregt, ja. Und Aston? Ganz kurz, eine Sekunde lang 286. 286? Verarsch mich nicht, Alter. Du warst niemals 6 km schneller. Wirklich auf dem Tacho. Eine Sekunde lang 286, sonst 285. Okay, krass. Verdammt. So, dann nächstes Duell. Zombie mit dem Alfa Romeo 4C gegen Jason mit dem Lotus Exige S. Was hat der Alfa drauf gekriegt? Bei 61. Ja, war ich schneller. So. Und der Lotus? 286. Das ist nicht schnell. Okay. Ja, da war's nicht. Nee, leider nicht. So, dann nächstes Duell, der Kai mit dem Arasa Rati MC12 gegen den Marvin mit dem McLaren F1 GT. Was hat denn der MC12 drauf gekriegt? 319. 319, nicht schlecht. Der McLaren interessiert nicht, dann lassen wir weg. Dann nächstes Duell, nee, Spaß, also komm, McLaren, hau raus. 368. Oh, das ist ja gar nicht so wild. Gar nicht so viel. Nee, der normale F1 schafft mehr. Ja, der heißt auch nicht so. Ja, auch nicht, der so viel, geht schneller. Nicht so viel. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, und das sitzt hier auch ein Dicker im Auto. So, dann haben wir noch das Spitzenduell heute, und zwar der Pagani Zonda Cinque. Gefahren von Viper gegen den Nobel M600. Gefahren von Forza Kart. Ja, was hat der Zonda draufgekriegt? 332. Und was hat der Nobel draufgekriegt? 369. Wow! Jo, wahrscheinlich! Kann man mal machen. So, nächstes Duell, was wir heute fahren werden. Ich würde sagen, so eine klassische, schöne Stadtrundstrecke können wir doch mal wieder machen, oder? Haben wir schon lange nicht mehr. Das können wir also, wenn dann eine Competition Eis essen, ne? Also, hier für ein Geländerin. Oder? Halt die Fresse! Jo. Wollte mich gerade anschließen, Alter. Oder das, ne? Ne, wir machen das. Passt schon. In falsche Richtung. Ja, merke ich gerade auch. So. Ups. Oh. Schön. Wow. Vielleicht bin ich ja auch gar nicht in Horizon schlechter, sondern Marvin hat einfach immer die besseren Autos. Boah, jetzt kommt die Ausrede. Könnte auch sein. Sorry, ey. Oder vielleicht kann man hier einfach cutten, ohne bestraft zu werden. Pick dich. Ich möchte nicht spoilern. Morgen F1 Action. Lohnt sich, ja. Lohnt sich definitiv. Oh ja. Zum Schluss kommt der Beweis. Zum Schluss kommt der Beweis. Einfach nur hinhören. Wir drehen ja alle. Magische Zahlen. Ich glaube, vor der Aufnahme haben manche nicht zugehört, dass wir das mit dem Rumcrashen so ein bisschen lassen sollen, aber okay. So, Kollision machen wir aus. 3 Runden, doppelte Punkte, sowohl fürs Endergebnis natürlich als auch für die Rundenzeit.
Ach ja. Juhu. Ich glaube, ich höre den Song dagegen gegen Bumi. So. Ja, heute dürfen wir, glaube ich, können wir leider nicht so lange machen, auch wenn das Duell sehr geil ist. Also, diejenigen, die früher gehen müssen, die sagen, schreien dann einfach rein, sagen, ich muss jetzt dann so langsam, dann machen wir das letzte Duell, okay? Okay, sie sagen nichts, dann dürfen wir ja noch. 3 Stunden später. Also, ich habe Zeit, ich habe Ferien. Wir fahren 5-mal das Finale noch. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch Scramble-Rennen machen, das ist safe. Und ein Preisvergleich bei dem Preisvergleich können wir auch machen, wenn jemand früher schon gegeben muss. Ja, wir müssen noch ein Sprintrennen machen von einer Runde. Ey, Mann, das ist doch unfair. Preisvergleich müssen wir nicht auch okay. Schreiber hat natürlich schon wieder richtig sich hochgeschlafen. Aha. Ja klar, er ist in Frankreich und das kann er mit dem Italien was. Ja, war doch alle vorbei. Ja, ich brauche ein bisschen. Ja, Ray, dafür haben wir folgendes nicht. Wir haben einfach keine Klasse. Doch, ist eins. Nicht so geil driften wie wir. Hä? Doch. Alter, der F50 hat eine Straßenlage, ist das geil, Digga. Lalala. Ich meine, immerhin haben wir ja schon unsere Nummerntafel bekommen, auch wenn die einfach nur ein weißer Kreis ist. Welche Nummer nehme ich denn heute? Ich glaube, ich nehme die. Keine. Phantom Nummer. Alter! Genau. Ihr schafft es, dass ihr euch gegenseitig bei einem No-Collision-Rennen ausschiebt. Das ist echt spitze. Ja, müssen wir auch mal schaffen. Indem wir alle denselben Fahrfehler machen, ganz einfach. Ich hab zu viel Leistung. Lass mir was abgeben. Nee. Ich hab auch zu viel Leistung. Dann könnte ich die Fingerkrieg anschieben lassen. Ja, die Reifen sind ein bisschen das Problem bei dem Ding. Aber das Fahrwerk mit Allrounder-Linie? Ja, Fahrwerk ist halt sehr, sehr, sehr. Wobei, die Fahrwerk ist nicht heute so weich. Das ist gar nicht mal so schlecht für Horizon, muss man sagen. Wow. Besser wie so harte Dinger. Ich hab die Kurve eben sogar gekriegt. Oha, kommt der Nobel an? Problem ist denn eher die Bremsen, finde ich. Nein. Guck lieber nach vorne. Yes. Guck lieber nach vorne. So wollen wir das sehen. Du qualmst den Motor schon. Nee, ich auch. Du bist Raucher, okay. Ja, Kettenraucher. Ich würde aufhören, das ist nicht gut für die Leber. Ja, für die Lunge. Aber Zigaretten danach ist doch auf jeden Fall. Alkohol nicht gut für die Lunge. Oh, ja, wisst ihr das nicht? Ist jetzt wissenschaftlich herausgefunden worden. Wissenschaftler fanden heraus, nachdem sie den Ausgang gefunden haben. Das hat mir jetzt so wenig Kurven. Die Gänge sind einfach scheiße, man kommt aber nicht aus dem Tritt mit dem Ding. Oh fuck. Nein, nicht hinterher. Oh, komm, Forza Kart England Duell hier mal. Nein, das war quasi die schnelle Runde. Fuck. Heilige Scheiße, 7. Bist scheiße. Du? Ja. Nee. Hast du ein paar Fehler gemacht oder wie? Ich würde es ja wirklich gerne nicht aufs Auto schieben, aber nicht so meine Altersgruppe. Zu jung, oder? Wow, ey, nicht schon wieder! Wir halten fest. Easy. Geht auf Jüngere. Ja. Offensichtlich fahre ich eine ziemliche Scheiße zusammen. Ja. Sagen wir es mal so, was Autos angeht, bin ich pädophil. Alles klar! Ich glaube, das wollte jetzt keiner wissen, oder? Ich glaube nicht, du was auch wissen. Ich sollte mich eher mit Viper messen. Ja, ich habe noch einen Drift gezogen. Ja, ich glaube, ich schaffe es nicht ins Ziel. Nee, ich glaube, ich bin Guki, glaube ich, ganz leicht unterlegen. Oh, nice, Michael. An Fahrerskill. Oh! Ich wäre einfach schneller. Ja, ich war schneller wie ein Zombie in der Runde. Ja. Alter, ich war einfach mal 7 Sekunden, wollte ich schon sagen. Oder doch 7 Sekunden. Mann, wäre ich in der letzten Kurve nicht so weit rausgekommen, ey. Also ich glaube, im Motorsport sind die bestimmt geil. Das ist aber so an der DDR. Ja, glaube ich auch. Die müssen wir eigentlich mal auf den rausfahren oder so. Ja, der DDR, genau. Komm, hängen wir direkt hinten dran. Den DDR 1. Ja. Oh Mann.
So, ich würde mal sagen, da wir nicht so viel Zeit haben, machen wir jetzt erst auf jeden Fall schon mal unser Scramble-Rennen, dass wir das schon mal erledigt haben. Deswegen mache ich mal eine Schnellreise dahin. Und da geht's ab. Handy. Gut, da müsste jetzt der Huracan aber abgehen eigentlich. Der Michael muss das sein. Ja. Was okay. Was? War im Menü, ich hab mich geportet, also bitte. Was ist da los? Diese Rückkopplung, geil. Michael, dein Headset hat wieder angefangen. Bei mir geht sich nichts aus. Geil. Scheiße! Also Michael, ja. Ich glaube, du holst dir diesen Monat ein neues Headset. Ja, glaube ich ein auch. Obwohl, nee. Gebundenes. Nee, ich hol mir gar kein Headset mehr. Ich hol mir Standmikro und einfach eine ganz normale Kopfhörer. Ja, oder so, Bierdose. Whatever. Bierdose. Die Ladezeiten sind wieder Träumchen. Aber Cookie, warum portest du dich auch? Funktioniert übrigens besser mit so. Ja, ich hab nicht mitgedacht, ich Idiot. Du Idiot. Bist du jetzt drin oder nicht? Nee, ich bin nicht drin. Wow. Ja, super. Wow. Das ist eh schon lang. Ja, manche Kinder müssen ja noch schlafen, ja? Denke mal an die. Hi. Also das Sandmännchen ist schon vorbei. Aber schon lange. Also müssen wir jetzt nochmal alle raus, oder wie? Ja. Ach, okay. Jetzt vorne. Jetzt wir können doch ohne du willst fahren. Ach, da finde ich. Ich bin dritter, was soll ich da machen? Geile Position, wo Cookie wäre. Viper, was mit uns passiert, ey? Also wir können auch ohne Cookie fahren, dann kriegen wir Probleme. Ich auch, hab da nichts dagegen. Ja, ich auch nicht. Danke, Cookie. Du musst das Ding hier gewinnen. Viper, nächste Runde stehen wir ganz vorne. Fertig. Und aus. Rausgehen. Ben. Nicht in den Solo-Modus. Irgendeiner macht es trotzdem. Tim, nicht in den Solo-Modus. Wieso nochmal gleich ich? Weil du der Dümmste bist. Hey! Auf eine Bekanntmachung. So, kann ich jetzt oder kann ich nicht? Ja, kann. Geht. Jetzt sag nicht, du bist auf Blöd, dann wird's peinlich. Doch, Marvin hat gerade was getrunken. Noch jemand im Lademenü? Nein. Gut. Boogie nicht porten. Alter, ich bin nicht dort. Ja, vielleicht lässt du dich zum Flughafen porten und wegfliegen. Mal raus aus Österreich, ne? Er verkauft sein Auto und setzt sich auf Malta ab. Ich geh. Jawohl. Es hat effektiv nichts gebracht. Ach komm schon, ich stand Stadt Kuri auch noch vor mir. Wo stand ich denn? Das hat effektiv gar nichts gebracht. Also die ganzen Italiener vor mir dürfen gerne mal Platz machen. Einfach irgendwie ist das nicht so gut für uns. Wey, ich glaube, du solltest dich verarschen fühlen. Also okay. Am besten macht ihr schon mal Platz. Ja, mir könnt ihr auch Platz machen, bitte. Hallo! Alles klar, Alter! Nein, ich hab das Sandwich genommen! Hilfe! Hab mal ein bisschen Respekt vor den teuren Doxys, Mann! Sorry, Wampa! Boah, ich nicht! Forza-Cut hat mich in den Schrein geschoben. Achso, okay. Wow! Nein, nicht zuziehen. Bin ich deine Leitplanke? Ja, Alter, was macht denn da? Alter, was macht ihr hier vorne? Okay. Oh, wow, danke, Kai. Nein, das war Andi. Abbremsen. Ja, wie danke, Andi. Du drückst ja immer von hinten und von der Seite. Oh, sorry, wenn du vor mich ziehst und dann auf die Bremse steckst, da kann ich auch nichts für. Wenn du hinter mir bist. Lass mich aber vor, da passiert schon nicht mehr. Noch ein Stück. Wow. Aber was ist das denn? Eine interessante Linie, die du da fährst. Was ist gerade hinterher? Kommst du her? Wow. Und Michael hat noch eine alte Straße gefunden. Links was hab ich? Der alte vergrabene Straße gefunden, links neben der Strecke. Da war mal asphaltiert. Hey du Brite, Emil Schmidt! Ganz Südeuropa war mal asphaltiert. Die ganze Welt war asphaltiert. Und dann kam das Gras. Damals, als dort noch Gras war. Da konnte man noch mit unseren Autos rüberfahren. Oh! Cookie, Alter!
Gucki, was wird das? Wir brauchen typisch alle Rennwagen immer, halt, da haben wir alle Kurven quer. Wow. Fährt, ja. Jo. Alter! Oh. Gucki, schieb ihn Alter, raus. Was fährst du da für eine Linie? Wow, nein! Fuck! Scheiße, Baum, ich muss nichts Alter. Machen! Michael, oh, ist halt. Michael, ist das nicht ein Lukas Job? Moin. Lukas hat das schon wieder gut praktiziert, aber. Michael auch ständig Lukas Job zu übernehmen. Halt die Fresse! Ja, ich glaube, nee, Lukas wird auch bei der. Lukas wird auch bei der E3 einen riesen Spaß gehabt haben, als er die ganzen Bäume gesehen hat. Ja, die jetzt sagt zum größten Teil zerstörbar sind. Ja, die riesigen nicht. Doch, Tommy, doch. Muss nur einen Gurka nehmen, dann geht die auch. Wer sagt das nicht anders? Das sag ich. Glaub, der ist nicht dran. Der wird kommen. Glaube ich nicht. Wayne moddet den rein. Ja, easy. Ja, ich glaube nicht, dass er kommt. Dann war es irgendwas anderes, ein richtiger Panzer mit Ketten und so. Neue Kettenphysik. Ein Trabi. Und, dann, der nächste Forza-Ableger heißt dann Forza Tanks oder sowas. Konkurrent zu World Tanks. Forza Tanks. Aber theoretisch müsste auch möglich sein, die PC-Version dann zu modden. Eigentlich. Na klar. Thank you very much. Theoretisch? Ah ja. Praktisch aber leider nicht, ne? Das weiß man ja nicht. Das Ding läuft über den Windows Store. Also da kannst du überhaupt nichts machen, weil die Daten immer übers Netz abgerufen werden. Das heißt, wenn du da was änderst, dann kriegst du das Ding aber nicht gestartet. Du kannst du schon mal sicher sein. Du kannst zwar vielleicht Sachen rausziehen, aber zu verändern, das wird dir nicht gelingen. Das war das Einzige, was könnte ich auf der Xbox auch schon modden, so gesehen. Abend, was lachst du? Glaube ich, das Einzige, was halt kommen wird, ist, wird den GTA und so bessere, hochauflösendere Mods geben. Ich habe ihn doch probiert daneben. Ja, der Ausgang wird doch schon mal alle freuen. Wieso freuen sich alle auf Forza Horizon 3? Nicht, weil das Spiel so geil ist. Es gibt bessere Mods für GTA. Ja, aber GTA ist was anderes. Echt? Ja. Hab ich nicht gewusst. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Vom Ablauf her meine ich, weil da ist ja auch so das Modden, das wird ja auch überprüft, aber das kann man da halt ein bisschen umgehen. Das wird da eher nicht gehen. Ja, aber im Singleplayer dachtest du es ja. Alter. Oh, komm los. Eventuell bräuchtest du wirklich ein neues Headset. Michael macht jetzt einen auf Roboter. Von Dürfen kann ja nicht die Rede sein, eigentlich, ne? Okay. So, was sagt denn die Zeit, was sagen die Frühgeher? Also Kai. Geht noch. Ja, also Preisvergleich geht noch danach. Ja, Preisvergleich brauchen wir die ja nicht. Es geht nur, ob wir noch ein Sprintrennen machen können. Ein Rennen geht noch auf jeden Fall, ja. Preisvergleich möchte ich eher nicht machen. Preisvergleich ist das Einzige, wo ich keine Rennschaltung gewinne. Waren kannst du gehen, bringt dir trotzdem nichts. Ich würde sagen, teurer gewinnt. Preisvergleich ist das Einzige, wo ich eventuell gegen dich gewinne. Nicht mal dort. Das weißt du schon. Ja. Ja, Ray, eigentlich müssen wir wirklich sagen, bei uns beiden der teurere gewinnt. Weil Klassiker und alt. Nee. Stell mal vor, beim Vorzeig. Wir haben jetzt aber eine schöne Strecke, die wir jetzt fahren dürfen. Sieben. Ach du Scheiße. Schön, schön an der Küste entlang. Oh Gott, oh Gott. Oh geil. Das Finale. Ja, das Finale, genau. Ja, das ist aber auch schön. Hängen wir noch ein bisschen früh hier. Da schafft sieben nicht vielleicht 50%, ja, und dann ist schon fertig. Ah, die Strecke. Ich biete 35. Alter, bergauf starten, ernsthaft. Ich biete 36. Oh. Das sind Kollisionen an, bergauf. Ich glaube nicht, oder? Ja, gut, ich hab einen Heckflügel drauf, was hast du? Bergauf, sehr schön. Ich hab auch einen Heckflügel. Ah, toll, bergauf. Ja, der ist nicht so fett. Ich denke mal, Kollisionen sind aus. Wir haben alle den gleichen Viper. Start. Außer Viper, der Huracan hat einen bisschen besseren. Arwen finde ich fair. Race Kollision. Viper finde ich unfair. Oh, der Fresh-Gel ist auf 2. Das werdet ihr herausfinden müssen, ob die aus da ist. Viper, ich warte mal hinten drauf. Gott. Ja. Ja, ich versuche dem Nobel nicht am Start hinten reinzufahren. Ah, ich vergaß, ich komme gar nicht ran. Okay, ist dann aus. Aber Spoiler doch nicht. Ich hätte entweder den Testarossa ab, also geschoben oder durchgefahren. Oh, den abgeschossen. Alter.
Das war nett, Gugi. Der Selbstmordversuch. Ich gehe auf 8, weil ich noch 2. Ne, ich glaube, Gugi hat mir immer Punkte geschenkt. Das Rennen ist noch lange nicht vorbei. Ist doch schlimm, ich schätze mal, ich mache jetzt gleich die nächste Kurve einen Fehler. Wow. Herr Steiner, Alter. Warte, ist wieder eine Felsbrücke. Oh, du kommst, weil ich in einem dieser Steine. Ich hab das Gefühl, der Ferrari hat ein besseres Fahrwerk. Ja, kann sein. Glaube ich auch, dass er ein bisschen Handling besser ist. Ich habe das Gefühl, den Beschleunigen und Topspeed bist du minimal besser. Tim? Der hier besser. Ja. Gugi kommt rangeschossen. Aber richtig krass. Dafür ist hier wieder eine Kurve. Ja, guck mal hinter dir. Ich und meine große Klappe. Warum ich hier mit McLaren ziehen? Klammer, was ist falsch bei dir? Gott, James, bleib drin! Ich weiß auch nicht, was die da vorne abkichern. Alter! Nein! Hey, oh, Scheiße! Hier wird nicht gelacht. Wow! Also, Nationen kämpfen. Michael, ich hab hier den Allrad, nicht du. Wow! Alter! Michael, ich hab Allrad. Gugi wollte es ja wieder auch mal los sagen. Und ich bin der Panzer von uns. Au. Alter, Kai, dein Auto liegt brutal. Ich bin genau dir hinterher gefahren, Alter. Da war mal asphaltiert, ey. Gut. Wie du hast deine Karte. Du bekommst eine 2- im Fach Volkologie. Oh, hier ist schon so eine scheiß Brunnenwelle, oder? Was? Warum so schlecht? Ich mit den ganzen Autos hin. Ja, weil du mir nicht direkt hinterher gefahren bist. Du hast einige wichtige Stellen ausgelassen. Das heißt, es heißt doch Folge dem Führer. Guten Nacht, Siemens Mama. Später. Bis später. Ja. Oh. Er ist noch ein Witz. Nein, Hauswand! Diese Kackhauswand, da war ich mal vor Kugi. Yes. Oh, komm schon. Ich muss vor dem Ferrari bleiben. Oh, fuck. Das wird geil. Wie gerade. Ja! Ray bleibt vor dem TDR. Tim, bin ich so schlecht oder bist du so schlecht? Nein, da war noch eine Ausgang. Das war die Base. Das waren wieder die Pace. Das war die magische Kante, Ray. Tim, dann war die Pace Gedächtniskante. Ich hab noch keine Gedächtniskante. Oh Mann, Alter. Bieg mal vor Bugi und dann passiert so eine Scheiße. Ist doch kacke, au. Ich möchte mal ganz kurz Jonathan zitieren. Ich glaube, der Gugi hat mir gerade einen Punkt geschenkt. Ich hab's mir jetzt verkniffen, dass ich das sag. Aber der aufmerksame Mitfahrer hat's natürlich vernommen. So. Stufenaufstieg erreicht. Machen wir noch schnell den Preisvergleich. Wir zahlen Geländerennen. Der gehört dazu. So. Oh, da ist ein Tunnel. Seit wann ist da ein Tunnel? Da. Schon immer. Schon immer. Hey! Hier rum ran! LOL! So, Autos kaufen. Ja, dann gucken wir mal, was die Schnapper denn so wert sind. So. So, der 4C kostet 67.500. Not pass. Dann der Aston Martin DBR1 Schnapper. Ah. 4,5 Millionen. Wow. Und ich würde gerne mal, ach, ich gehe mal ganz kurz in einen anderen Channel, weil das macht ja eh keinen Sinn, weil ja eh niemand zuhört. So, da sind wir für uns. Ich mach mal weiter, extra für euch, der Zuschauer. Ich gehe jetzt mal raus, weil die haben ja wieder nur Scheiße im Kopf, die anderen. Dann machen wir mal weiter. Und zwar als nächstes mit dabei, müssen wir mal durchgehen. Ich hoffe, ich lass keinen aus. So, tut mir leid, ist ein bisschen heiß heute beim Aufnehmen, deswegen verschlägt es mir öfters mal die Stimme. So, ich glaube, Chevrolet werden wir lang suchen können. Dodge auch. Ferrari, da müsste doch was dabei sein. So, da haben wir einmal den F50 mit 270.000
Dann haben wir noch mit dabei gehabt, natürlich mein Fahrzeug, den Ferrari 250 Testarossa mit 4.050.000, also ein bisschen billiger wie DBR, aber es gibt ja noch hier den GTO, der würde sogar 5,8 kosten, also das ist echt krass, was die wert sind, die Fahrzeuge auch hier im Spiel. Dann gehen wir mal weiter, Ford haben wir natürlich nichts dabei, wir, jetzt können wir mal gucken, ich glaube ich habe 100 pro irgendwas vergessen bei den Engländern. Was haben wir denn noch sonst so dabei? Müssen wir gerade mal durchgehen. Jaguar, haben wir Jaguar, ja, da haben wir den XJ220 dabei gehabt, den 100 mit 180.000. Dann den D-Type hatten wir jetzt nicht, auch teures Fahrzeug. Jeep hatten wir auch natürlich nicht, logischerweise. Lambo hatten wir, den Huracan 270.000. Genau, da hatten wir sonst nichts mehr. Lancia hatten wir auch nicht dabei. So, dann Lotus Exige S, 76.500. Maserati hatten wir den MC12 für 360.000. Dann gehen wir noch weiter. Das sind einige jetzt gewesen. McLaren hatten wir noch den 650S Coupé, 238.500. Genauso auch den McLaren F1 GT für 1,5 Millionen. Das ist natürlich auch böse. Ja, auch kein billiges Fahrzeug. So, jetzt bin ich gerade mal gucken, hatten wir noch was? Eigentlich sollte ich so eine Liste haben, dass ich es abhake. Das wäre, glaube ich, ein bisschen sinnvoller. Ja, den Opel hatten wir noch mit 220.500, genauso wie den Pagani Zonda Cinque mit 846.000. Auch kein billiges Teil. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein mehr. Ja, falls ich was vergessen haben sollte, tut es mir leid. Aber ja, ich werde es auf jeden Fall dann spätestens, wenn ich die Punkte eintrage, merken, dass was fehlt. Ultima haben wir nicht mitgenommen und die haben wir auch alle nicht dabei gehabt. Wunderbar. Ja, dann wär's das eigentlich damit. Und das wär's dann mit dem Preisvergleich. Wie gesagt, Ergebnis, Endergebnis seht ihr wieder in der Videobeschreibung. Und ansonsten wäre ich raus. Ich bedanke mich bei euch beim Zusehen und ich bedanke mich auch noch ganz kurz bei den anderen. Die dürfen auch noch Tschüss sagen. So, ich bedanke mich für alle, die mitgemacht haben. Ihr dürft jetzt Tschüss sagen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.